Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir gehen jetzt langsam auf unseren ersten Winter zu, in dem wir mit Gasmangel, Strommangel, Energiemangel zu tun haben werden. Und keiner weiß genau, wie teuer es wird oder ob es vielleicht einen Strom-Blackout geben mag oder. Das heißt, wir laufen da eigentlich so ein bisschen in so einen ungewissen Winter hinein. Und ich habe hier auf meinem Kanal schon einige Videos euch gezeigt. Das sind so Erfahrungsvideos, wie ich hier in meiner Wohnung Strom sparen möchte, Gas, Heizungskosten, Wasserkosten sparen möchte. Ich habe dazu einige Videos gemacht, die ich in einer Stromspar-Playlist zusammengefasst habe. Die verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung, falls ihr da schauen wollt, was euer oder was mein Kühlschrank an Strom verbraucht, was das Homeoffice, was der Fernseher, was die Waschmaschine, der Trockner und so weiter an Strom verbrauchen, wirklich konkret pro Stunde oder pro Wochenende oder wie auch immer. Schaut euch da gerne mal das Ganze an, ganz interessant. Das heißt, danach versuche ich hier in meiner Wohnung, mich auf diese Dinge vorzubereiten, aber mit kleinem Geld. Das heißt also, bei mir kommt jetzt keine Solaranlage aufs Dach oder kein Balkonkraftwerk irgendwo auf dem Balkon, sondern ich versuche das mit kleinem Geld zu machen. Zum Thema Blackout, also Strom-Blackout, habe ich euch jetzt letztens auch mal ein Video hier eingestellt. Ich habe mir so einen kleinen Stromgenerator gekauft, so ein Benzinmotörchen, der einen riesen Lärm macht, aber 1000 Watt leistet, damit man, wenn mal der Strom ausfallen sollte, vielleicht doch den Kühlschrank mal hier und da mal ein paar Stunden mit Strom versorgen kann. Und auch das ist in der Playlist drin. Und in diesem Video soll es darum gehen, ihr seht, ich habe hier schon mal so ein bisschen was aufgefallen. Ich habe mir gedacht, okay, wenn jetzt mal 2, 3 Tage der Strom weg ist, dann habe ich die Möglichkeit, mit diesem Stromgerät mir ein bisschen weiterzuhelfen. Aber was ist mit Kochen und so weiter? Und da habe ich mir gedacht, da muss es doch was Einfaches geben, und zwar einen Gaskocher. Und ich habe jetzt mir nicht mal den Gaskocher gekauft. Man kennt diese kleinen noch, die habe ich früher im Campingzelt letztendlich gehabt. Diese kleinen, wo man irgendwas draufstellen konnte, die sind aber dauernd umgefallen. Die sind nichts, die gibt es immer noch. Ich habe mir mal einen gekauft. Ihr seht hier, den kann man richtig ordentlich hinstellen. Ist im Prinzip wie so ein einflammiger Herd. Und der funktioniert auch nicht mit den kleinen Kartuschen, sondern mit den größeren Kartuschen. Und ich habe mir hier einmal den Gaskocher bestellt, und in dem Paket sind 8 verschiedene Flaschen mit Gas, die man ganz einfach wechseln kann. Das zeige ich euch gleich. Das ist so ein Gesamtpaket, und insofern, da gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, aber das war eine recht preiswerte Geschichte. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie immer bei meinen Videos, schaut einfach in die Videobeschreibung rein, da sind die Kauflinks auch entsprechend dabei. Ich versorge euch auch mit ein paar anderen Links, weil mit ähnlichen Produkten, weil die sind oft jetzt im Moment verkauft, weil auf die Idee, auf die ich jetzt gekommen bin, sind schon ein paar andere mehr gekommen. Das ist meiner Meinung nach eine sehr interessante Geschichte. Damit kann ich drinnen einfach ganz normal kochen, und zwar auch länger, mit diesem Vorrat hier länger, und das geht vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich würde jetzt gerne den Kocher mal mit euch zusammen kurz mal auspacken. Der ist komplett fertig, aber das wird jetzt nicht so aufwendig sein. Dann setzen wir mal so eine Gaskartusche ein, und dann werden wir mal eine kleine Suppe warm machen, und dann gucken wir mal, ob das ordentlich funktioniert. Natürlich funktioniert das ordentlich. Es ist ein normaler Gaskocher, also insofern, die ganzen Camper lachen über sowas. Aber sowas ist für einen eventuellen Strom-Blackout eine ganz interessante Sache. Und das kann sich eigentlich fast jeder leisten. Da hat man dann so ein bisschen Sicherheit, dass man auch schon mal ein warmes Süppchen bekommt, wenn mal 2, 3 Tage kein Strom da ist. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. So, hier kann man das sehen. So sieht das Teil aus. Sehen wir natürlich gleich in Natura. Kommt von einer deutschen Firma aus Unna. Ist das Teil klar, logisch, in erster Linie wird das wahrscheinlich für Camper sein. Ein Fondue könnt ihr damit machen, das heißt, ihr könnt das auch zu Hause irgendwo hinstellen, so wie ich das ja hier jetzt auch auf meinem Tisch gleich anzünde. Und wir haben hier einen Ersatzkocher bei Energieausfall, das steht hier auch schon drauf, geeignet für Fondue, Wok, Grillen und so weiter, Ersatzkocher für Camping, und hier steht nochmal das gleiche drauf und hier auch. Das macht man einfach raus, dann sieht der Koffer so aus. Wir sind 2, okay. So sieht das Ganze aus. Hier oben steht was drauf, mit Vorsicht wird heiß. Das sollte jedem klar sein, aber man muss es wahrscheinlich dann doch immer wieder mal draufschalten. Okay, so. Ist ganz normal eingepackt. Jetzt machen wir
mal, so sieht das Teil aus. Hier haben wir eine deutsche Bedienungsanleitung, Sicherheitsvorschriften. Klar, hier ist natürlich mit ein bisschen Gas und Flammen und Brandgefahr. Da sollte man natürlich dann schon mal reingucken und sollte auch ein bisschen vorsichtig mit dem Teil sein. Das heißt, bevor ich den gleich anmache, werde ich mir das wirklich mal ganz kurz durchlesen. Das ist klar, das sollte man in dem Falle machen, wenn ich auch sonst kein Freund von Bedienungsanleitungen bin, aber mit Gas und so sollte man das machen. Also, eigentlich sollte der ganz normal funktionieren. Das heißt also, hier ist der Brenner, hier kommt das Gas rein. Man muss hier nicht zusammenbauen. Hier kommt dann nachher das Teil raus und hier ist natürlich die Vorschrift. Ich meine, hier müssen wir das natürlich gleich abmachen, weil das heiß wird, sonst backt sich das natürlich fest. Hier kommt die Kartusche hin. Machen wir mal gerade eine der 8, die hier in dem Paket mit dabei waren, mal raus. So. Wenn ich jetzt meine Bude hier abfackeln sollte, wird das ein Riesenvideo auf YouTube. Butangas ist hier drin. Wie viel ist denn hier drin? Steht das hier irgendwo? 227 Gramm Nettoinhalt ist hier in einer solcher so einer Flasche drin. Hier oben, das müsst ihr abziehen. Und dann müsst ihr einfach hier das einsetzen. Ich drehe das mal um. Das ist relativ einfach. Das heißt also, hier ist diese Öse, da kommt das entsprechend rein. So, jetzt habe ich mir erst noch mal hier eine Unterlage drunter gemacht, damit ich meinen Tisch nicht verkratze. Das steht in der Bedienungsanleitung natürlich nicht drin. Aber in der Bedienungsanleitung steht drin, dass man immer aufpassen soll. Das hier ist die Transportposition. Und das hier, wenn man es einfach umdreht, das ist jetzt die Position, wenn man einen Topf draufsetzen will, logisch, weil so wäre es etwas schwierig. Das heißt, ihr könnt ihr auch sehen, wenn ihr jetzt hier die Transportgeschichte habt, könnt ihr nicht die Gaskartusche hier einsetzen, weil das Ding dann nicht arretiert. Wenn ihr aber das Teil umdreht und das hier so einsetzt, dann könnt ihr das Ganze arretieren und die Kartusche bleibt drin. Das ist ganz einfach. Das heißt nochmal, setzen wir hier jetzt, wie wir es eben auch schon hatten, ein mit dem kleinen Pinöpel. Das ist ganz einfach einzusetzen, da braucht ihr nichts groß zu beachten. Nur, natürlich nie was mit Gewalt machen, nur dass es hier halt, ich habe da ein bisschen Aufkleber drauf, hier in diese Öse reinpasst. Und jetzt kann ich einfach hingehen und kann hier... Super, okay. Ja, gut. So, kann das hier runtersetzen. Kann ich ankleben, dann hält das auch. Und jetzt habe ich das Gas hier entsprechend dran. Und jetzt könnt ihr sehen, jetzt können wir auch anmachen. Wir haben jetzt hier auf off und hier haben wir jetzt, machen wir mal ein bisschen an. Wir hören jetzt, es zischt. Und dann gehen wir einmal hier hin. Hui, okay. Ja, war ein bisschen, ich habe ein bisschen lang gehalten. Aber ihr seht, das ist jetzt nicht so gefährlich hier. Natürlich keine Kinder in der Nähe haben, um Gottes Willen, also ganz klar. Und auch jetzt nicht hier drüber irgendwie was. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Flamme auch ein bisschen kleiner zu stellen. Ich stelle sie jetzt hier mal auf minimal. Sieht nicht so aus, ist aber noch an. Nee, ist nicht mehr an. Also nochmal anmachen. So geht sie an. So geht sie im Normalfall an. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, ein bisschen weniger zu machen. Wenn ihr ganz hier oben hinkommt, dann geht sie schon entsprechend aus. Das kann man jetzt natürlich auch hier zumachen und mal sehen, einfach so. Ja. So, das heißt, so sieht das Ganze halt entsprechend aus. Ganz einfach, nochmal, bitte guckt in die Bedienungsanleitung rein, keine Kinder in der Nähe und nichts Brennbares in der Nähe. Ich schiebe mal hier die Gaskartuschen weg, aber es kann eigentlich nichts passieren, da müsstet ihr die schon da drauflegen. So, und jetzt machen wir mal, ich greife mal hier rüber, ich hoffe, dass es nicht wackelt. Und hier können wir dann natürlich jetzt auch mal direkt unseren Topf, ihr müsst sehen natürlich, dass ihr Töpfe habt, die für Gas geeignet sind. Ich stelle jetzt mal hier auf kleine Flamme, weil das eben auch ein kleiner Topf ist. Ihr seht natürlich, ihr kriegt hier riesen Töpfe draufgestellt, also auch das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ihr jetzt mal für eine Großfamilie irgendwas machen müsst, habt ihr hier natürlich auch die Möglichkeit, ja, etwas mehr hier entsprechend draufzustellen, einen größeren Topf draufzustellen. Das hier ist jetzt wirklich ein kleiner und den stellen wir jetzt hier mal entsprechend drauf. Wie gesagt, ich mache jetzt wirklich mal auf ganz klein und dann gehen wir hin und nehmen hier wunderbare vegane Bolognese-Soße, Bio-Soße.
Und die möchte ich jetzt gerne für meine Nudeln warm machen. Die kommt jetzt hier rein. Lecker, lecker. Werner kocht. So. Brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt gucken wir halt, wie lange das dauert, bis meine Bolognese-Soße fertig ist. So, also Gas ist ja wirklich zum Kochen wahnsinnig effektiv. Wirklich 2 Minuten, beziehungsweise 3 Minuten und das Ding brutzelt hier jetzt schon. Und die Soße ist jetzt schon warm. Das ist der Wahnsinn. Also so schnell macht das mein Elektroofen nicht. Also das kann ich schon ausschalten. Moment mal. Au, ja. Boah, Wahnsinn, 3 Minuten. So, das ist jetzt meine Soße für die Nudeln. Jetzt ist natürlich so, die Gaskartusche, die jetzt hier drin ist, die ist jetzt natürlich logischerweise nicht leer. Das heißt, wir brauchen die auch hier jetzt nicht zu wechseln, also nicht drin lassen, sondern wir nehmen sie einfach raus. Das heißt also, wir können hier auch wieder das Teil nach oben klappen und können hier die kleine Öse nach hinten setzen. Natürlich machen wir auf aus, damit da nichts passieren kann. Beziehungsweise, Moment, wir machen es erstmal so, wir machen hier wieder die Vorsicht, ist natürlich heiß, die Transportgeschichte legen wir um und dann können wir die Gaskartusche einfach wieder rausnehmen. Achso, nein, natürlich nicht. So, ausmachen und dann hat er sie selber ausgeworfen. Das heißt, in dem Moment, wo ihr diese Transportgeschichte macht, das heißt also das Teil hier oben umdreht, geht automatisch hier dieser kleine Hebel, der eben fliegen gegangen ist, es war nur die Plastikhülle, geht dann von ein auf aus und damit wirft er euch automatisch die Kartusche raus und dann nehmt ihr einfach wieder euer Teil hier oben drauf, dann kann man da vielleicht jetzt mal markieren, dass die schon mal hier drin war. Das heißt, ihr müsst die jetzt nicht hier drin lassen und dann klappt ihr das Ding einfach zu. Klar, das ist jetzt natürlich ein bisschen warm noch. Das wird auch hier überall oben Hinweis, Vorsicht heiß. Aber gut, dass beim Gaskocher das ein oder andere heiß werden kann, ja soll, ist ja wohl klar. So, also, Preis setze ich euch gerne die Links, wie ich eben schon angedeutet habe, in die Videobeschreibung rein. Guckt da einfach mal rein. Es gibt verschiedene Varianten. Das hier ist ein sehr preiswerter. Bedenkt bitte, es gibt Hersteller, die bieten sowas an, aber dann ohne Gaskartuschen. Dass ihr dann die entsprechenden Gaskartuschen noch braucht und nehmt euch jetzt nicht eine Gaskartusche. Ich weiß nicht, wie lange man da jetzt mit auskommt. Aber ich habe mir jetzt hier zum Beispiel mal 8 Stück bestellt. Ich denke, da würde ich auch mehr als 3-4 Tage Blackout Stromausfall mit kochen können. Das sollte kein Thema sein. Und nochmal, es ist so effektiv, dass ihr hier auch, selbst wenn ihr jetzt einen größeren Topf draufsetzt, wahrscheinlich überhaupt kein Problem habt, da ganz schnell mit zu arbeiten. Und ich glaube, dass diese Gaskartuschen, die hier entsprechend drin sind, die sind genormt. Also die könnt ihr auch nachkaufen, natürlich überhaupt kein Thema. Dass die sehr preiswert, dass das ein preiswertes Kochen letztendlich ist. Klar, die Camper sind ja Leute, die entsprechend Geld sparen und dafür sind diese Dinge ja eigentlich, steht ja auch transportabler Campingkocher mit drauf. Also insofern eine gute Geschichte. Also nochmal, für den möglichen Blackout möge er wie der Kelch an uns vorbeigehen. Das auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist immer auch eine ganz interessante Sache, sowas im Haus zu haben. Es kostet nicht viel Geld und wer weiß, Teufel ist ein Eichhörnchen, was so alles in unseren Zeiten passiert. Sowas kann man im Haus haben. Wie gesagt, das, was ich gemacht habe, diesen Stromgenerator kaufen. Ja, der hat aber auch nicht 250, 300 Euro ungefähr gekostet. Das ging ja auch noch. Muss nicht jeder machen, aber so ein Gaskocher ist für kleines Geld für jeden wirklich zu haben. Aber nochmal der Hinweis, wenn ihr gerade innen im Haus damit hantiert, ihr könnt ihn im Haus benutzen, überhaupt kein Problem, aber passt bitte auf mit Kindern, nicht, dass die da irgendwie gucken und wie ich es dann eben gemacht habe, Gas an und dann kommt dann erstmal eine Stichflamme raus, nicht so gut. Feuer immer die Kinder weg und natürlich die anderen Gasflaschen dann auch weg. So schnell passiert da nichts. Und die sind wirklich so sicher, die Flaschen, dass ihr da, wenn ihr jetzt nicht ganz dumm handelt und die gegen die Wand klatscht oder so, dass da nichts passieren kann. Aber nochmal, mit Feuer und Gas immer aufpassen, immer die Sicherheitsbedenken bzw. die Sicherheitsvorschriften der Hersteller beachten, schreibe ich unter jedes meiner Videos drunter und hier nochmal ganz deutlich gesagt, dass euch nichts passiert. Und dass ihr
wenn mal ein kleiner Blackout ist oder ihr einfach mit dem Campingding da draußen sitzt und sagt, ach, das ist ja ganz witzig, können wir mal in den Garten gehen oder mal irgendwo hinfahren. Der ist leicht. Hier den kleinen Koffer mit einer Kartusche könnt ihr hier einlegen, könnt damit auch Camping machen, mit dem Fahrrad unterwegs sein. Geht auch. Ist eine ganz witzige Geschichte. Und das Ding steht einfach fest und wackelt jetzt nicht blöd. Und ist eine gute Geschichte. Kann man für viele Sachen brauchen, auch für schöne Sachen. Und das soll es gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal. Und dann würde ich sagen, sind wir dabei. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, dass wir gut durch diesen ersten Winter mit Energie sparen und Energiemangel kommen. Vielleicht wird es ja auch gar nicht so schlimm, wie viele sagen. Und wenn es schlimmer wird, naja, guckt einfach mal hier ab und zu in den Kanal rein. Ich habe dann vielleicht ein paar Tipps für euch, wie ich hier durch den Winter durchkomme. Und das soll es gewesen sein. Ihr seid gerne Daumen hoch, abonnieren den Kanal, dann seid ihr immer dabei. Macht gut, eine gute Zeit, bleibt gesund. Bis dahin, tschüss.